Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Heute steht wieder TÜV auf dem Programm. TÜV steht für Du wählst, ich fahre und ist unser Autowunschformat hier im Let's Play. Und auch gleich schon mal der Hinweis für diejenigen, die nicht wissen, wie sie ein Auto sich wünschen können. Ihr schaut einfach mal in die Videobeschreibung und dann auf entsprechend TÜV-Formular klicken. Alles Weitere erklärt sich dann. Da kannst du dann dir dein Traumauto wünschen, welches du unbedingt mal hier im Let's Play sehen willst. Des Weiteren auch, wenn du vielleicht schon ein Auto in deiner Garage stehen hast, wo du sagst, hey, ich habe hier ein richtig, richtig geiles Auto aufgebaut, mit einem richtig geilen Tuning, geiles Design. Ja, dafür gibt es dann das RTDT-Formular, ebenfalls in der Videobeschreibung zu finden. Darüber kannst du dann auch das einreichen. Das wollte ich einfach am Anfang nochmal erwähnt haben, weil mittlerweile ist unsere Community doch nochmal ein bisschen größer geworden und deswegen würde ich einfach an der Stelle sagen, herzlich willkommen auf dem Pixelhelden-Kanal. Also sollte ich es dem einen oder anderen noch nicht gesagt haben, ja, fühlt euch gedrückt, fühlt euch willkommen geheißen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung hier auf dem Kanal, sowohl mit den Forza-Videos als auch mit den anderen Videos, auch von meinen Pixelhelden-Kollegen, sage ich jetzt einfach mal in deren Namen herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Unterhaltung weiterhin. Ja, sollte dir irgendwas nicht gefallen oder du irgendwie Kritik, Wünsche, Anregungen, irgendwas Sonstiges, kannst du immer gerne in die Kommentare schreiben. Kannst du immer deine Meinung kundtun, natürlich in einem gesitteten Rahmen. Ja, wir sind ja alles hier Buddies, ja, wir verstehen uns alle prächtig und dann müssen wir jetzt hier nicht irgendwie eine miese Stimmung oder sowas reinbringen, aber davon gehe ich jetzt einfach mal bei dir nicht davon aus. So, das schon mal am Anfang. Ja, TÜV-Format habe ich ja schon gesagt und das heißt ja folglich auch schon mal, dass ein Auto schon mal gewünscht wurde und ja, logischerweise ist es das Auto, was wir gerade vor uns sehen und zwar 66 Leute haben sich eben diesen 2017er Nissan GT-R gewünscht und davon haben sich 46 Leute, also ein großer Anteil, deutlich mehr als die Hälfte, ja, eigentlich schon deutlich mehr als ein zwei Drittel, ja, wenn man es genau nimmt, ein Performance-Aufbau gewünscht, ja, also als Hinweis nochmal auch an die neuen Zuschauer, heute mal eine Zuschauer, neue zuschauerfreundliche Ausgabe. Ist jetzt nicht gerade perfekt gedeutscht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, man kann sich natürlich verschiedene Aufbauten wünschen, und zwar vom Serienfahrzeug zu einem Rallye Offroad, zu Driftfahrzeugen, zu Performance, zu Maximalaufbauten und. Guckt euch einfach das Formular an, wer es noch nicht kennt. Und ja, der Performance-Aufbau hat quasi gesiegt bei der diesigen, genau, das ist auch ein sehr gutes Deutsch, bei dieser Ausgabe. Und ja, hier zur Erklärung nochmal zu Performance. Auch das dürfte dem ein oder anderen etwas älteren Zuschauer vielleicht nochmal nicht schlecht sein, wenn ich das nochmal so ein bisschen erkläre, was mit Performance-Aufbauten gemeint ist. Im Performance-Aufbau, damit versuche ich immer, ein Fahrzeug so hinzubekommen, dass es in allen Bereichen miteinander harmoniert. Dass sowohl Beschleunigung, Topspeed, Traktion, Bremsen, Kurvenspeed, dass das alles schön in Einklang miteinander ist und vor allem, dass es auch sehr gut fahrbar ist. Ja, dass es auch vom Fahrwerk alles, dass es super abgestimmt ist. Ja, oder was heißt super, dass es im Einklang miteinander ist. Das ist für mich ein performantes Tuning, das ist für mich ein Performance-Tuning. Das heißt, wir werden jetzt gucken, dass wir aus diesem 2017er GT-R einfach nochmal ein bisschen was rauskitzeln, ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen mehr Traktion, einfach nochmal ein bisschen alles besser machen. Das heißt, nicht mega viel Leistung reinknallen, ja, das ist der Maximalaufbau oder in Richtung eines Maximalaufbaus, das wollen wir heute nicht machen. Wir wollen einfach das Ganze nochmal ein bisschen performanter machen. Wer sich vielleicht noch erinnert, wir haben unser Fahrzeug oder diesen 2017er GT-R schon mal über unsere eigene private Teststrecke geschickt und da war dieses Fahrzeug relativ stark, muss man sagen. Also für ein LI von 861 war das Fahrzeug richtig, richtig gut und fuhr sich auch richtig, richtig gut. Und deswegen ist es auch gar nicht mal so einfach, das Fahrzeug jetzt so hinzukriegen, dass es ja weiterhin performant bleibt. Ja, also im Prinzip müssen wir jetzt in allen Enden und Ecken einfach konsequent erweitern, ja, und dafür keinen Punkt vernachlässigen. Ja, wir wollen jetzt auch kein Fahrzeug haben, was nur Grip hat, das ist auch nicht unser Ziel, sondern wir wollen ja in allen Punkten uns verbessern. Wir könnten auf einen Heckantrieb wechseln, machen wir aber nicht. Ja, also GT-R, wenn man schon Allrad hat und gerade in dem Spiel, lassen wir so. Wir könnten vorne den Forza-Splitter dazu machen, machen wir jetzt aber nicht. Hinten könnten wir den Forza-Heckflügel oder den Serien-Heckflügel wegmachen. Könnte man sich überlegen. Sieht aber, finde ich, beim 2017er nicht so gut aus. Beim
Black Series, den wir hier im Spiel haben, finde ich, sieht sogar ganz annehmbar aus, wenn man den Flügel wegmacht. Aber bei dem, finde ich, gehört er irgendwie dazu. Irgendwie würde sonst was fehlen, meiner Meinung nach. Ja, was wir auf jeden Fall machen können, wäre einfach grundlegend, würde ich sagen, wir specken einfach mal ein bisschen Gewicht ab. Ja, wir können hier 3 Stufen abspecken, 47 Kilo, 166 Kilo und 355 Kilogramm könnte man abspecken. Natürlich, die 355 wäre natürlich eine ordentliche Ansage, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen too much, ja, würde ich jetzt einfach behaupten. Deswegen, die 166 Kilogramm mal abnehmen, können wir auf jeden Fall mal machen, finde ich nicht schlecht. Des Weiteren können wir auch natürlich entsprechendes einstellbares Fahrwerk einbauen, das Ganze nochmal ein bisschen tiefer legen, ja. Tut der Optik gut, wir können ein bisschen was einstellen. Deswegen machen wir auch die Stabis rein, die einstellbar sind. Und vom Bremsen her, ja komm, machen wir mal die Rennbremsen. Sind einstellbar, warum also eigentlich nicht auch diese reinklatschen. So, Reifen ist natürlich jetzt auch so ein Thema. Da können wir jetzt auf Rennreifen oder beschriftete Rennreifen oder Offroad-Reifen wechseln. Ja, ich würde sagen, so eine Mischung. Oder sollen wir das mal einfach nur mal mit den breiteren Reifen versuchen? Von 255 auf 285 an der Front. Und im Heckbereich gehen wir von 285 auf 315. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich würde allerdings sagen, wir machen mal hinten 305. Und vorne machen wir mal die 275. Gehen dafür aber auf die Rennreifenmischung oder die Semi-Slick-Reifen, wenn du so möchtest. Ich finde, das kann man schon mal machen mit Beschriftung. Ach komm, mal mit Beschriftung. Warum nicht? Ja, macht ja auch ein bisschen was her. Andere Felgen können wir auch machen. Da würde ich ganz gerne die ADV1 nehmen. Die sind ja vom Stil her schon sehr ähnlich zur Serie. Und dann können wir vielleicht die Felgen auch ein bisschen größer machen. Hier 21 Zoller. Warum nicht? Das steht, finde ich, dem GTR auch ganz gut. Machen wir einfach auch mal drauf. Ja, die Optik muss ja beim Performanceaufbau auch nicht vernachlässigt werden. Getriebe können wir nochmal anpassen. Ja, warum nicht? Machen wir einfach mal. Differential machen wir rein. Können wir auch dann das Ganze ein bisschen einstellen. Machen wir mal dazu. Da haben wir schon alles. Und jetzt können wir schon zum Motor gehen. Ja, wir können ja ungefähr so in die Richtung von der Leistung, würde ich jetzt sagen, so in die Richtung eines 488 GTB oder sowas gehen. So zwischen McLaren 650 und Ferrari 488 GTB, vielleicht Lamborghini Aventador, so in die Richtung, würde ich sagen, das ist, finde ich, eine ganz gute Sache. Deswegen bauen wir da vielleicht einfach mal ein, mal hier so ein Rennauspufflage und Rennluftfiltern mal mit rein. Die bringen auch ein bisschen Gewichtersparnis, vielleicht eine Nockenwelle ein bisschen drehen, wäre auch nicht schlecht. Jetzt gucken wir gerade mal von der Leistung her, da müssten wir ja ungefähr so auf knapp über 500 kW, würde ich jetzt sagen. Würde ich jetzt ungefähr das Ganze anstreben. Klar, wir könnten jetzt im Turbo natürlich was machen. Aber ja, der Zuwachs beim Turbo ist extrem. Ja, ich meine, man muss sagen, der Nissan GT-R bietet sich natürlich in dem Spiel an, hier ein mega Track-Monster zu machen mit über 1000 PS. Das wollen wir jetzt aber nicht. Ja, wir wollen diesmal Performance-Aufbau haben. Ja, ihr wolltet, nicht ich, sondern ihr, also du, vielleicht du nicht, aber ganz ein großer Teil wollte Performance. Also die wollten mal nicht hier dieses in die Fresse Tuning haben, was man sonst sehr gerne macht beim GTR. Und deswegen, ja, gucken wir mal, was wir denn machen könnten, um die entsprechende Leistung zu erzielen. Ja, 509 kW könnten wir machen oder wir lassen es bei 400, was haben wir da aktuell? 492 kW, das sind umgerechnet 669 PS, Entschuldigung, bin ein bisschen verwirrt. Ja, auf 1,5 Tonnen, da haben wir ja schon mal gut abgespeckt, 703 Newtonmeter Drehmoment, das finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Also für einen Performance-Aufbau finde ich das gar nicht so schlecht. Leistungsindex 925, da bewegen wir uns jetzt ungefähr auf dem Niveau eines Pagani Zonda Cinque, mit dem können wir uns ja nachher uns gleich mal messen auf der besten Liste. Und ja, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Also viel mehr müssen wir da gar nicht machen. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal so stehen. Können vielleicht hier nochmal ein bisschen was machen. Ja, die 2 Kilo können wir noch wegnehmen, würde ich sagen. Können wir hier vielleicht nochmal ein bisschen, nee, aber ich glaube, das ist eigentlich ganz okay. Nee, ich glaube, wir lassen das so. Aber hier können wir genau 500 kW gehen. Das wäre natürlich auch eine Ansage. Ne? Genau 500 kW, das wären 680. Da hätten wir genau 680 PS. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Allerdings nehmen wir hier ordentlich Gewicht dazu. Gucken wir mal, ob wir das vielleicht auch nochmal
anders regeln können. Das sind jetzt 5 Kilogramm, die wir mehr haben. Hier hätten wir 7 Kilogramm mehr. Jetzt kann man gucken, wenn ich den nochmal kurz rausnehme. Weil vielleicht können wir den LI auch halten, auch wenn das eigentlich unwichtig ist. Aber ja, komm, machen wir einfach das rein. Es gibt 714 Newtonmeter und das macht... Ja, komm, wir nehmen jetzt einfach... Wir machen das einfach rein. Da haben wir jetzt halt 926. Ist ja jetzt auch egal. Wobei, wir könnten auch... Da gibt es doch bestimmt ein anderes Teil, was auch 8 kW bringt. Das bringt 11. Bringt 14. Okay, vielleicht gibt es doch kein anderes Teil, was so 4. Ach, doch, hier, genau. Da haben wir auch, genau, da haben wir sogar Gewicht gespart. Haha, sieh an, sieh an. Da haben wir genau 500 kW, finde ich gar nicht schlecht. Also 680 PS, das ist doch mal eine Ansage für einen GTR. Da können wir sogar dem Nismo das Fürchten lernen. Gut, dann würde ich sagen, installieren wir das Ganze so. Haben in allen Punkten einen Zuwachs. Wir sind leichter, wir haben mehr PS, wir haben bessere Querbeschleunigungswert. Und ja, entsprechend auch natürlich ein höherer LI, logischerweise. 926 und damit, ja, versuchen wir vielleicht den Pagani Zonda Cinque zu attackieren. Mal gucken, ob das uns am Ende gelingt. Das wäre doch eine klasse Sache. So, Design. Ich würde sagen, da gucken wir mal aus der Community, ob wir da was Cooles finden. Irgendwie sowas nicht ganz abgedrehtes. Ja, also das ist schon, finde ich, völlig too much. Ja. Oh, das gefällt mir schon mal ganz gut. So ein ähnliches Design, beziehungsweise so genau dieses Design, hatte ich schon mal in einer Multiplayer-Ausgabe auf dem 488 GTB drauf. Aber ich finde, das sieht ganz geil eigentlich aus. Gut, rote Felgen, weiß nicht. Ich glaube, ich nehme mal das mit dem Blau. Das ist eigentlich ganz geil. Ich nehme das mal, gucken wir mal, wie es ausschaut. Würde mich jetzt mal interessieren. Wenn nicht, können wir immer noch aufs rote Design wechseln. Aber ich finde, das Design hat was. Also nicht, ist es schon ein bisschen verrückter, aber es ist irgendwie noch voll okay. So. Also so eine, so zwischen schlicht und verrückt. Aber nicht zu verrückt. Doch, ich finde es eigentlich ganz geil. Auch mit dem Blau. Warum eigentlich nicht? Hat was. Ich finde es cool. Ich würde sagen, das lassen wir so. Doch, doch, das gefällt mir auch schön tief. Der Brocken jetzt hier. Doch, gefällt mir. Finde ich gut. Ich würde sagen, wir gehen auf die Straßen. Wir werden dann gleich noch ein bisschen 0815 Setup machen. Hallo, aber Boss. Jetzt fahren wir erstmal ein bisschen. Ja, hallo Kira. Würde sich ganz gut in deiner Aufstellung machen, oder? Oh, der Sound natürlich wieder extrem geil. Ja, 680 PS ist schon mal eine Ansage, ein bisschen weniger als der Aventador und ja, eigentlich so genau auf dem Niveau des 488 GTB. Allerdings haben wir jetzt natürlich mit dem Allrad dauerhaft Vortrieb. Und wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen fein abstimmen, dürften wir ja auch in dem 488 GTB deutlich überlegen sein. Im Leistungsindex sind wir das auf jeden Fall. Ja, da schießt auf jeden Fall ordentlich nach vorne. Gefällt mir aber schon mal ganz gut. Bremse ist eigentlich auch ganz okay. Da müssen wir gleich nochmal ein bisschen Hand anlegen. Okay. Ja gut, dann versuche ich mal ein bisschen was einzustellen. Ein bisschen 0815 Setup. Da kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen was hin. Vielleicht ein bisschen den Reifendruck reduzieren. Gerade bei der Rennmischung macht es sowieso Sinn, da immer ein bisschen zu reduzieren. Getriebe lasse ich jetzt vorerst mal. Ausrichtung okay. Der hat schon serienmäßig so viel Sturz. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Das lassen wir auch. Stabis, okay, das die sind ziemlich krass hart eingestellt bei dem Fahrzeug. Da würde ich ganz gerne mal einfach ein bisschen weniger versuchen. Vielleicht sogar deutlich weniger versuchen. Dafür das dann mit den Federn und so weiter anders regeln. Das kriegen wir aber auf jeden Fall hin. So. Und ja, da können wir vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer gehen tatsächlich. Und hier... Würde ich sogar sagen, versuchen wir auch hier ein bisschen, naja, wobei, nee, wir bleiben mal ein bisschen härter hier, das Ganze, hier ein bisschen deutlich mehr, so, das sollte eigentlich soweit, ja, das ist nicht schlecht, ich würde sogar fast sagen, wir machen das eher so.
Dann bremsen so. Und vielleicht ein bisschen weniger. Differential machen wir mal auf das. Ja, das ist jetzt alles nur 0815, so nach Erfahrung und nach Gefühl eingestellt. Kann jetzt natürlich auch völlig kacke sein. Aber der 2017er GTR hat eigentlich schon ein sehr gutes Grundsetup. Und dadurch, dass wir das Tuning jetzt auch in allen Bereichen verbessert haben. Wir haben ja jetzt nicht nur Leistung reingeklatscht oder nur Traktion oder sonst was, sondern wir sind ja in allen Bereichen gleichermaßen nach vorne gegangen. Vielleicht ein bisschen mehr in die Grip-Schiene reingegangen, wie jetzt in Leistung. Aber das sollte eigentlich ganz gut passen. Ja, also die Einlenkreaktion ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden, meiner Meinung nach. Das haben wir jetzt durch die Spur natürlich auch jetzt ein bisschen gut hingekriegt. Das ist ein bisschen zu schnell und dass der Baum nicht kaputt geht, ist natürlich jetzt so eine Sache. Jetzt gehen wir vielleicht mal in die Cockpit-Sicht, da hat man auch nochmal ein bisschen anderes Fahrgefühl zu dem Ganzen. Ah, da sind jetzt gerade zwei Autos, wo wir noch kein Foto von gemacht haben. Da kann ich ja nicht Nein sagen, da machen wir doch einfach mal schnell ein Foto. Zwei fehlen wir noch, dann haben wir die 300. Das wäre schon sexy. Sieht schon geil aus eigentlich, oder, mit der Lackierung? Hat schon was, das Teil. Feier ich gerade schon so ein bisschen. Könnte man glatt ein Foto fürs Thumbnail machen. Wenn wir schon mal hier sind, vielleicht vom Arsch. Ja? Man muss ja nicht immer die Autos von vorne. Vor allem gerade beim R35 finde ich den Arsch sowieso rattenscharf. Ja, vielleicht von der Seite. Ist ein bisschen die Beleuchtung besser, oder? So. Ich speichere das Foto mal ab. Ob es als Thumbnail am Ende dient, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Werdet ihr sehen. Ja, wir fahren jetzt erstmal weiter. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt auch gleich mal ein bisschen Rennen. Ja, weil bei Rennen, da kann man am besten einsehen, wie sich das Fahrzeug denn zur Konkurrenz schlägt. Und dann werden wir natürlich noch auf die Teststrecke gehen. Am Ende der Folge, das ist doch ganz klar. Wenn ich schon groß an Teaser, dass dieses Fahrzeug gegen den Pagani Zonda Cinque antreten will. Aber fährt sich schon ganz gut, auch natürlich mit der Nockenwelle. Können wir schon schön richtig hoch drehen. Können wir den Sechszylinder hier richtig hoch prüfen. Ja, fährt sich sehr gut, muss ich sagen. Für den Allrad. Und wir haben vor allem immer genug Grip. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Vor allem schiebt der ordentlich nach vorne. Sechster Gang, berghoch. 300 Hammer. Mal ein bisschen aufpassen. Uiuiui. Noch ein bisschen weit rüber. So, da haben wir doch die Tempozone. Ja, neue persönliche Bestleistung in der Tempozone. Das ist doch schon mal gut. Und wir kriegen den dritten Stern, den wir noch gar nicht hatten. Nein, hier wären drei davon. Ja, dann haben wir doch alles richtig gemacht, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir machen mal ein Rennen oder eine kleine Meisterschaft. Ah, nee, Meisterschaft ist, glaube ich, ein bisschen zu lang. Da brauchen wir ein bisschen zu lange jetzt, um das noch fertig zu kriegen. Aber ein Rennen können wir auf jeden Fall mal noch starten, würde ich sagen. Was haben wir denn? Ein PR-Stunt können wir auch mal machen. Nee, ein Rennen können wir mal, sollten wir mal machen. Das Problem ist, ich habe von den normalen, habe ich schon alles. Also ich habe von den normalen Strecken, habe ich schon jedes Fanrennen gemacht. Nur die Offroad-Geschichten fehlen mir noch. Oder diese, ja, die können wir eigentlich auch mal machen. Komm, ein bisschen über den Schotter fahren, schadet ja eigentlich nicht. Komm, wir machen jetzt einfach mal so ein Querfeld dahin. Was soll's? Wir haben Allrad, das sollte das Fahrzeug auch klarkommen. Bisschen über die Feldwege pressern. Sollte doch auch okay sein, solange es nicht jetzt ins richtige Gelände geht. Aber das Thema doch auf jeden Fall nicht verfehlt. So, da zwischendurch, durchs Nadelöhr. Oh, guck mal, den R8 hätte ich jetzt gern herausgefordert, aber da der sich entschieden hat, hier voll in die Pampa zu düsen, dachte ich, nö, da fahre ich dem jetzt nicht hinterher. So. Aber er zieht schon gut durch. Also Durchzug gefällt mir schon echt gut. Und wir haben jetzt nichts am Turbolader gemacht. Wir haben
immer noch die serienmäßig 90,9 Bar-Ladedruck. Ich glaube, wenn ich mich noch richtig erinnere, wenn man den voll aufbaut, hat man, glaube ich, 1,75 Bar-Ladedruck. Also da geht schon mal noch ein bisschen mehr nach oben. Und ich bin Drehzahlbegrenzer, merke ich gerade. Also wir können am Getriebe noch mal ein bisschen was machen, damit wir das Ding noch mal vielleicht ein bisschen besser hinkriegen. Ja, ein bisschen mehr in Richtung Speed. Gucken wir mal insgesamt. Wird auch die Beschleunigung von 0 auf 100 ein bisschen besser. Topspeed dürfte auch besser werden. 380 haben wir jetzt schon auf der Uhr. Machen wir hier vielleicht noch mal ein bisschen weniger. Nee, da wird es wieder schlechter. Nee, warte, es wird besser. 2,3 sind wir hier gelandet. Wohoho. Guck mal, was wir hier noch Zeit liegen lassen von 0 auf 100. Lass mich gerade mal gucken. Ah, das war schon ganz gut so, glaube ich, mit 49. Ja, das war schon... Ja, das können wir, glaube ich, so lassen. 3,35er. Verhältnis hier und Topspeed haben wir jetzt 391,4. Könnt ihr jetzt mal probieren, hier nochmal 111 zu machen, ob das was bringt oder wir schon am Limit sind. Ja, wir sind relativ am Limit, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir fahren das einfach mal auf der Autobahn einfach aus und dann sehen wir das am ehesten. Also bin ich gerade ein bisschen in die Pampa gefahren. Wie das Getriebe das denn hergibt. Jetzt machen wir mal hier einen Gang zurück. Mal gucken wir doch mal, ob wir erneut in den Drehzahlbegrenzer kommen oder ob wir jetzt hier das tatsächlich ausfahren können. 350 haben wir auf jeden Fall schon mal drauf. Das ist ja nicht schlecht. Ich meine, wir haben 680 PS. Und greifen die 400 km/h an. Also das ist schon mal eine Ansage. Das spricht ja auf jeden Fall für das Fahrzeug. Boah, ich spule lieber zurück. Den Schwung möchte ich jetzt nicht verlieren. So, komm. Und da muss ich noch ein Foto machen. Vom GTA Spano Duracell Edition. Stimmt, den gab es ja auch noch. Den habe ich eigentlich geholt. Ich habe nie geguckt, ob ich den tatsächlich jetzt in der Garage stehen habe. Eigentlich sollte ich den in der Garage stehen haben, aber was soll's. So, jetzt fahren wir weiter hier. Jetzt ein bisschen bergab. 380 haben wir. 392 irgendwas war es, ja. Das haben wir jetzt auch geschafft. Ja, ich glaube, viel mehr geht da auch nicht. Also da müssen wir ein bisschen mehr Leistung reinmachen. Nochmal 20, 30, 40 PS mehr. Dann wird da will ich ein bisschen was gehen. Wir kriegen sogar jetzt hier. Bergab kriegen wir sogar 3,97. Boah, guck mal, wir kriegen fast 400 drauf. Und das bei dem Aufbau. Das spricht doch schon mal für das Fahrzeug, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir mal ganz schleunigst zurückfahren. Jetzt will ich das Rennen noch machen. Und dann wollen wir ja noch auf die Teststrecke. Also jetzt gibt es gleich zwei richtige Action-Sachen. Also das, was wir ja bis jetzt gemacht haben, war ja absolute Kaffeefahrt. Ich meine, so fast 400 im... Wie so ein GTR aufzufahren, ist ja langweilig. So, ziehen wir mal ein bisschen durch hier. Ja, aber zieht auch nochmal so, also ich würde sagen, so bis 3, also 3,30 so, zieht er eigentlich schon nochmal gut durch. Ab dann quält er sich so ein bisschen. Aber bis 3,30 zieht er schon richtig gut durch, muss man sagen. Gefällt mir schon echt ganz gut. Nicht schlecht. Da vorne müssen wir den Anker werfen. Können wir schon mal ein bisschen üben hier. Durch den Schotter zu prügeln mit unserem tiefer gelegten GTR. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding sich gut hier durchprügeln lässt. So. Setzt ein bisschen auf. Aber alles noch gut im Rahmen. Abgeschossen hier. Das wollte ich nicht. Und zum Rennen. Ups, was mache ich? Nein, 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 hier. Den Knopf wollte ich drücken. Na, das hat nicht so ganz geklappt. So, dann gucken wir doch mal, ob wir hier mit dem Auto klarkommen. Mit den Supercars. Dann wählen wir das doch mal aus. Dann gucken wir doch mal, ob wir gegen die Konkurrenz hier anstinken können. Bei so einem Querfeldeinrennen, welches uns über Schotter ungeteerten Straßen führt. Da bin ich ja mal gespannt.
Ja, die Konkurrenz sieht ja schon mal auf jeden Fall interessant aus. Zum Teil serienmäßig mit Heckantrieb. Da bin ich mal gespannt, ob die umgerüstet haben. Die haben es auf jeden Fall nicht. Boah, da kommt der i8, der drückt ein bisschen. So, jetzt müssen wir hier jetzt irgendwie reinmogeln. So, haben wir uns schon mal auf Platz 3 vorgedrückt mit unserem GTR. Ja, man merkt, für Schotter ist er nicht gemacht, da ist er ein bisschen zu tief. Die Federung ein bisschen zu hart dann. Beim Asphalt ist das Tuning natürlich ein bisschen besser ausgelegt. Aber dank dem guten Allrad können wir uns da schon ganz gut durchkämpfen. Da. Ja, der Gallardo macht natürlich da auch ordentlich Druck. Ups, der Gangwechsel war jetzt natürlich nicht so gut. So, jetzt geht's wieder zurück auf den Schotter. Oder dürfte der Gallardo jetzt auch nicht so mega gut Grip fassen können. Der ist ja von Haus aus schon deutlich tief. Gucken wir mal. Uiuiui. Also richtig nach vorne komme ich noch nicht. Jetzt kommt hier ein Flugeinlage. Uiuiui, aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht komplett abschießen. Gibt es hier eine Schikane? Da muss ich jetzt auch so ein bisschen hier reinwerfen, dass ich den Checkpoint noch bekomme. So, aber wir setzen uns dadurch auch auf Platz 1. Ist hier ganz schön rum. Und durchziehen. Ja, der Gallardo, der macht Druck auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, da ziehen wir mal durch hier. Jetzt noch einmal durch die Pfütze da vorne. Bremst schon gut aus, aber wir gewinnen das Ganze. Wenn auch nur knapp, aber man muss ja auch sagen, Gallardo ist natürlich auch ein ganz, ganz fieses Fahrzeug. Also richtig, also im positiven Sinne fies, also sehr starkes Fahrzeug. Von dem her ist es auf jeden Fall schon mal auf jeden Fall ein Meilenstein, dass wir den geschlagen haben. Auf widrigen Bedingungen, muss man schon so sagen. Gut, ich würde sagen, an dieser Stelle, ja, würde ich sagen, springen wir zur Teststrecke. Ich mache wieder eine Offline-Runde, einfach um mich einzufarmen und um das Event zu erstellen. Und dann in der zweiten Runde springen wir dann an den Start. Und ich würde sagen, ich lasse euch das Ganze mit vollem Sound unkommentiert. Und ich werde dann erst mein Gebrabbel wieder einschalten, wenn wir im Ziel sind. Und gemeinsam uns die Zeit anschauen, die ich mit diesem GTR in den Asphalt gebrannt habe. Gut, dann viel Spaß mit der Action und bis gleich.
Ja, das Fahrzeug macht schon echt Spaß, muss ich sagen. Aber wenn man das so auf unserer Teststrecke so ein bisschen am Limit bewegt, da merkt man dann ja nochmal so, ja, man könnte es noch ein bisschen besser machen. Also so ein, zwei Teile würde ich dann vielleicht doch nochmal ein bisschen ändern. Und vor allem auch dann beim Feintuning würde ich nochmal ein bisschen was verändern. Vor allem würde ich das Getriebe dann doch nochmal ein bisschen kürzer machen tatsächlich, weil es doch an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen zu lang doch jetzt geworden ist. Und ich würde dann eher vielleicht den letzten, also den sechsten und den, wir haben keine sieben Gänge, den sechsten Gang. Also den fünften und sechsten Gang vielleicht etwas länger ziehen, vielleicht den sechsten Gang deutlich länger ziehen, um halt trotzdem auf diese große Topspeed zu kommen. Aber man fährt ja diese Topspeed eigentlich nie und deswegen, vor allem braucht das Fahrzeug ja auch sehr lange, um überhaupt auf diese Topspeed zu kommen. Das heißt, ja, zu Lasten der Topspeed vielleicht ein bisschen mehr in die Beschleunigung investieren, würde dem Fahrzeug sicherlich auch gut tun und da würde sicherlich auch nochmal ein bisschen Zeit liegen auf der Strecke, also wird man nochmal ein bisschen gewinnen damit. Also, ja, ist theoretisch nochmal ein bisschen Verbesserungspotenzial vorhanden, aber ich muss sagen, für das, was wir das jetzt so 0815 hier in der Folge gemeinsam aufgebaut haben, ist es schon gar kein schlechtes Fahrzeug. Aber ich kann jetzt viel labern, jetzt gucken wir erstmal, was denn tatsächlich gefahren wurde. Und das ist nämlich das Interessante. Und da haben wir eine 3:15.662. Wir ziehen die 20 Sekunden, die wir am Anfang warten, natürlich ab und damit kommen wir auf eine 2:55.662. Und wir schauen auf unsere Bestenliste. Und ich würde mal sagen, ich habe doch irgendwas mit dem Pagani Zonda-Cinque erwähnt. Ich würde sagen, Punktlandung, oder? Schaut euch mal die Zeiten an. Krass. Okay, also wie wenn es abgesprochen gewesen wäre. Oder wie wenn ich im Vorfeld das wirklich gewusst habe. Aber krass. Jetzt überrascht mich jetzt selbst. Bin ich selber ein bisschen baff. Krass. Ja gut, also scheinbar habe ich doch ein bisschen Ahnung von der Materie, wenn ich sage, ja, das ist so ungefähr der Pagani Zonda-Cinque-Niveau. Und das ist schon eine Ansage. Also zu sagen, hey, mein Nissan GT-R ist so vom Handling, vom Beschleunigung und so weiter und so, pipapo, so Zonda-Cinque-Niveau. Ja, kann man mal machen, würde ich sagen. Gut, ich würde sagen, ich bin aber auch dann raus an dieser Stelle mit der heutigen Folge. Ich gebe natürlich selbstverständlich das Tuning frei, dann kannst du das selber auch mal auschecken. Wie gesagt, perfekt ist es nicht, aber für das, dass es jetzt innerhalb dieser, ja, sagen wir mal, knapp halben Stunde entstanden ist, dieses Fahrzeug, beziehungsweise, ja, ein bisschen länger jetzt, ja, doch, so knapp über eine halbe Stunde ist es entstanden. Ja, wie gesagt, man kann da noch mal ein bisschen was verbessern, oder auf jeden Fall kann man da was verbessern, Getriebe vielleicht ein bisschen kürzer noch mal, gerade in den unteren Gängen, auch bei den Einbauteilen würde ich vielleicht das ein oder andere Teil dann doch noch mal ein bisschen anders umbauen, aber, ja, für das, wie gesagt, für das, was in der kurzen Zeit entstanden ist, ist das schon mal echt ein Mörderteil. Macht auf jeden Fall Spaß zu fahren. Und ja, ansonsten bin ich raus an dieser Stelle. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Genauso aber auch, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Einen Moment mal. Die Folge ist noch nicht vorbei. Ich habe da was aus meinem Augenwinkel gesehen. Wenn wir doch schon mal jetzt gerade hier gezeigt haben, dass wir auf dem Niveau des Zonda-Cinque sind. Ich glaube nämlich, da einen Zonda-Cinque gesehen zu haben. Und den müssen wir doch jetzt noch jagen am Ende. Es gibt jetzt als Bonus oben drauf. Wer jetzt schon abgeschalten hat, der kriegt das jetzt halt nicht mehr mit. So. Ja, geil. Da bremst er einfach ab. Da vorne. Ich krieg das noch. Ja, da zieht er richtig weg. Ja, der will sich die Schmach nicht gönnen. Wobei, die Schmach kann man nicht sagen. Die sind ja wirklich auf einem Niveau. Und ich meine, Zonda-Cinque ist ja schon nochmal eine andere Sache. So, da sind wir dran. Schwer, sagt er. Und da haben wir das böse Teil. 925er Leistungsindex und das Fahrzeug wiegt halt einfach gar nichts. Ja, so ein Zonda-Cinque. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier dagegen anstinken können. Natürlich hoffe ich mal, dass ich Fehler vermeiden kann. Ja, Kurvenspeed geht das Ding nochmal ein bisschen mehr ab. So, jetzt hier richtig krass raus. Oh, das ist der Finalsprint. Komm! Yes! Ganz knapp, aber wie gesagt, sind auf einem Niveau.
Sehr geil. Das war jetzt nochmal ein schönes Finish zum Schluss, würde ich sagen. Gut, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist hier bei Forza Horizon 3 hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Ciao. Wuhi.